Willkommen bei der Computex 2015, wo wir bei Asus sind mit dem X455 14 Zoll Notebook, das hier auch schon Windows 10 am Laufen hat, Plastikgehäuse hauptsächlich und aber bis zu einem Intel Core i7, den ihr hier einbauen könnt, in diesem schönen Notebook, das wir hier gerade in so einem leicht goldenen Farbe stehen haben, mit allerdings Plastik hier innen, aber schon Sonic Master Sound drin. Schöne Tastatur, die nicht hier drin beleuchtet ist, und im Hintergrund könnt ihr sehen, wir haben die Kamera schon aufgemacht, damit wir sie anschauen können, wie die VGA-Kamera in der Qualität ungefähr aussieht. Mein Bruder sieht jetzt ja auch im Bild, hat natürlich noch ein Mikrofon hier mit dabei, die Kamera. Wenn wir uns die Anschlüsse anschauen, haben wir hier einiges drin, wie zum Beispiel sogar ein optisches Laufwerk, USB 2 zweimal und SD-Karten-Slot. Vorne haben wir hier nur Lautsprecher. Und auf der anderen Seite finden wir dann noch Kensington, Headset, USB 3, HDMI, VGA, Netzwerk und Strom. An der Unterseite können wir leider nur den RAM austauschen mit einer Schraube. Ansonsten Festplatte und Batterie sind komplett fest drin verbaut. Außen noch ein paar andere Schrauben raus, rate ich euch natürlich nicht. Und von außen sehen wir dann hier das schöne schwarze Design mit leider sehr vielen Fingerabdrücken, das mir nicht so gefällt natürlich. Leider. Und ja, das war es ja eigentlich auch schon mit dem ganz kurzen ersten Eindruck von dem Asus X455. Hier sind noch ein paar technische Details, die ihr anschauen könnt, die uns gerade bekannt sind. Ansonsten weitere Inhalte findet ihr wie immer auf der Asus-Webseite. Das war's hier von der Computex 2015 mit dem Asus X455. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.